herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für du sehr im General mit Carlos und mit Alex. Gesehen wir heute, nachdem wir einen Überblick gemacht haben über all die Elemente von der GUI, die vier kommen können, sehen wir dann heute ein kleines Programmbeispiel an verschiedenen Teilen, das geht nur relativ lang, wo wir dann die einzelnen Elemente genau vorstellen mit einem kleinen Beispiel. Wir versuchen, um von allen Elementen zu gebrauchen und dann ein kleines Programm zu machen. Ja. Außer die Lust, die sehen wir mich spät, die brauchen wir nicht. Mhm. Heute war ja das nächste Programm, das wollen wir behalten. Da stellen wir direkt eine Kopie davon. Copy, das ist nicht mein first GUI, wir schauen das richtige First Example. Ja, es läuft. Copy, voilà. Den heute meine ich ab. Voilà. Und den heute meine ich zu. Voilà. Okay. Dann, voilà. Da sind wir auf demselben Zustand. Da kann ich dann meinen Titel ändern. First Example. Ich habe auf den Frame geklickt, ja. Ich habe auf den Frame geklickt. Hier sehen wir alle die Elemente und ich will die weg. Ja, man geht das nicht. Moment, komm, probieren wir dann hier Command Space. Voilà. Ja, okay. Command Backspace und Mac. Voilà. Ich kann sie dann noch mit Elementen wählen. Mit Command, voilà. Und dann Command Backspace, das sind sie gelöscht. Mhm. Ich kann dann so sagen, dann löschen, wie ein Kern hat. Voilà. Und dann sehen wir das alle Seiten. Okay, wir machen dann eine kleine Applikation für eine Person zu beschreiben. Da brauche ich heute eine neue Klasse, Java-Klasse, das ist ganz normal, wie man die vom Unimod erkennen. Person. Voilà. So, das steht nicht schön. Ich mache dann eine Source Insert. Voilà. Und Add Property, das ist dasselbe wie ein Field am Unimoser. Ein Attribut, ne? Ein Attribut. Hier haben wir dann den Name. Ich will Getter, Setter, ja, ich habe das permanent. Und dann sehen wir direkt das Resultat. Wunderbar. Wunderbar, voilà. Ups, war viel Ausrufezeichen. Ja, ich war da auf der falschen Platz. Okay, das geschieht erst dann noch. Und dann muss ich die richtige Klammer fangen. Voilà. Okay. Ja, du hast noch mit noch nicht gefunden. Dann sehen wir mal, was ihr seht. Das ist ja da. Dann sieht man, wer nicht da. Ja, ah, weil oben drüber steht Public Class, ja. Person Nummer 2 mal. Da war irgendwie ein Copy falsch. Voilà. Kann so sagen, können vier kommen. Muss ich können aufpassen. Voilà. Uff, das gemacht. Was brauche ich noch? Ein Konstruktor. Wir können dann mein. Zum einen, ich will aber noch. Was für Informationen brauchen wir noch für ein Person? Der Name, sein Gewicht. Und sein Gerüst. Sein Gerüst, voilà. Dann ein Source. Insert und dann Remain Property Permanent und das kann ja Int hier sein Alter brauche ich Getter, Setter, ne, das brauche ich kein ich brauche das Getter und ich brauche Setter, doch das passt voilà ja ich meine den heute den Wurven. Das gewünscht soll ich nicht mehr das Attribut der Wurven setzen. Okay. Voilà. Und was fehlt, da ist lo Christ. Ich kann noch mal Copy-Paste schaffen. Copy-Paste. Paste. Voilà. Und ich spreche warum. Voilà. Also Getter, es hat die gesagt, ich will nicht. Ich will Taste noch. Klick. Ich meine, ich muss für dich persönlich werden. Generate. Da unten ist mein Getter, Setter für meine Person. Voilà. Abs, was ich kann machen, muss ich nicht aus dem String, für dann die Information in einer schönen Form zu kreieren. Weil du hast keine Konstruktor gebastelt, ne? Ja, die fehlt doch noch. Dann haben wir den. Das ist nicht unbedingt neidisch. Ich denke von der Angabe auf, dass das wird man mal der Schüler so. Konstruktor, ja, ich will all mein. Alles gut. Ba. Ja, komm mal, man, lass mal ein Alter sehen, ne? Wann denkt damals, brauchen wir den Alter nicht uns? Oh, das schloss, lass mal Alter. Lass mal, nimm just den Num. Den Num, ja. Vom Interface kein Person. Das ist kein Person, weil sie kein Num hat, ja. Voilà. Die Dis, als wir das automatisch gemacht haben, die braucht das nicht zu verstehen. Das ist nicht nötig. Das ist für zu verhindern, dass in Heiden diese Parameter. Ja, so komische P muss wieder setzen. Und dann heute ein Attribut nun
Nicht bin schaffen nicht mit dem Präfix P für Parameter, die dann möchten das automatisch. Was das schaffen können, mit dem Mebons was? Prinzip nicht. Mhm. Ja, wir können nur speichern. Ja, das haben wir auch momentan zu machen. Ja. Da sind wir hier im Frame. Voilà, bin das gebaut. Oh. Alle können wir auffangen. Boah, fangen wir an. Wir machen hier damit zum Beispiel ein kleines Label. Hier da. Label. Votre nom, zum Beispiel. Kann auf Englisch, auf Deutsch, ist egal. Und dann, ja, ich gehe den Namen, den gehe ich ja an. Dann habe ich einen Text Area. Zum Beispiel, hi. Ups, das ist der falsche. Ja, den Text Area und Text Field, das ist den daneben. Mhm. Text Area ist ein bisschen speziell, die wir immer hier nicht. Ein bisschen wie lange, wenn ihr eine lange Nummer hört. Normalerweise hält ihr den ganzen Text weg. Aufpassen, kein Spaß dran, man. Das gehen verschiedene Leute machen, ein Spaß. Okay. Für Werte, ich weiß noch direkt, wenn ich hier einfach Text will, dahinter, man. Mhm. Und ich will den Text weg. Da steht das durch. Oh. Ah ja, und passt den Lohn. Passt den Lohn an. Für die verschiedenen Leute meinen dann, es passt dran. Geht mich nicht schief. Hm. Ich zahle noch kein Fall. Voilà, votre nom, votre. Hier ist dann den Text. Lohn mit den Variablen. Da gibt es verschiedene Regeln am Schema. Die muss man dann direkt ändern. So, Labels. Die nicht vom Programm gebraucht werden. Hm. Das ist statisch, das ist nur in der GUI, wie schön sie sind. Die los man einfach Sinn. Und hier ist Label 1, die los man so. Gesagt, den Nun, das ist egal. Das ist egal. Den halten aber nicht. Die wollen wir hier noch ändern. Am Programm muss man den Wert da gebrauchen oder etwas damit machen, dann muss man den Nun ändern. Und da gibt die Regel, Textfield bleibt, mit vier drohen, machen wir das, was das. In diesem Fall ist das der Name. Das Nun, den wir wollen, den wir da okay. kreieren. Voilà. Das ist die Regel. Das für unser Schema ist das so. Voilà. Und dann, wir wollen noch dann eventuell den Alter. Dafür wollte ich dann das Kaja besonders gebrauchen, zum Beispiel das Slider. Ungefähr das ist auch das Prinzip. Bis dahin zum Beispiel ein besonderes Spielen und dann ein kleines Label. Voilà, schön zentriert. Bis zum Schluss dahin. Ob es passt. Edit. Votre Age. Voilà. Und dann kann ich den erstellen. Dann gehen wir dann direkt bei den Proprietäten. Ich will Maximum 100 Jahre, Minimum 0, wenn man 1 zum Beispiel. Da kann ich auch so ein Wettframing Espace sehen. Major Tick halt 10. Voilà. Und ich will. Ich denke, sonst bewege ich mich, dann geht nicht weiter. Voilà. Okay. Ich dann hier kann schon mehr Werte. Ah, so. Okay. Wie wir gesehen haben, wenn ich 1 losen, geht das nicht ganz schön. Ah, dann haben wir mit 0. Da geht es ein bisschen mehr elegant, mehr schön. Mhm. Und das Snap to Ticks, dann darf ich keine Werte dazwischen tun. Das heißt, darf ich dann nehmen, die Werte anklicken, die da sind. Und den Minor Tick, weil das ist. Ich kann nehmen all your apps machen. Mhm. Voilà. Da haben wir das. Das ist so. Ja, kann man den ein bisschen aufmachen. So ein bisschen mehr schön. Voilà. Das ist schon ein paar Sachen. Wir haben noch den Progress Bar. Das können wir dann hier aufweisen. Hm. Mit dem Alter, mit dem Test. Ja, wenn wir die dann hier hin. Dann machen wir hier dann. Mit Label. Schönheit zentriert. Dann ist das ein Loh. Votre Taille. Edit Text. Votre Taille. Da gehen wir. Voilà. Und dann ein Textfield, den gehe ich dann an. Aha. So, und ich meine, Label haben drin, Wörter Teil, Zentimeter. Okay. D'accord. Den Wert wollen wir weg. Voilà. Und dann weiß man den Heiten, weiß man dann einfach kriegst. Eine gute Schelle. Voilà, eine gute neue Schelle. Da muss man auch das Maximum und das Minimum suchen. Mhm. Boah, das Minimum so mal die Meter und das Maximum 2. Boah, komm, Basketballspieler, komm, geh 2,30, sonst kommen die nicht 4. Oh, machen wir dann 2,30. Voilà. Und dann der Wert par Default ist momentan 0. Das steht da momentan nicht. Voilà. Da muss man aber
direkt die Variablengeschichten klären. Das sind den Slider Variablen, Slider dieselbe Regel wie 4 drin, Slider bleibt, und da tun wir dann den H-Slider auf Englisch. Mhm. Variablen sollen immer auf Englisch sein. Okay. Text ist dann von der Applikation auf Englisch. Den heute ist es nicht mehr für Schäden, mehr brauchen wir nicht, Zentimeter hoch, in den heute muss man ändern. Das ist ein Textfeld. Wie geht das dann nur, dass wir los Size man dann genannt? Ja, you hate. A hate hast dann der Person. Okay. Voilà. An der Person nummer den. Könnte doch auch Size sein. Ne, da hast du für den Hate gemacht. Ja. Und dann nur den heute, also ein bisschen wie kompliziert. Wie soll man den da lohnen nennen? Bei Zahlwurst. Das dafür ist dann progressbar. Da wissen wir, um was es geht. Hm. Wenn man just Hate gebrauchen, da wissen wir nicht, ob das den Textfilter mal gemeint, ob den heute, da wissen wir. Voilà. Und dann will ich noch den Button pressen, nach meinem Schnitt. Ein oder zwei, knapper schon. Was wollte ich heute? Ein Knäppchen. Voilà. Für heute, zum Beispiel machen wir den heute. Für New Person. Edit Text. In dem Fall werden dann nouvelle Personne oder modifier. Wir sollen da holen. Change, oder? Modifier. Dann kann den Wert ändern. Voilà. Das ist okay. Lo will ich etwas machen. Das scheint noch gut, aber ich will aber trotzdem noch immer meinen schönen JPEG noch herbringen. Ich muss nur ein bisschen ändern. Edit Text noch sei. Nouvelle. Ups. Der. Person. Ich. Du gesehen, was geschieht das? Lass mich groß gehen. Vom selben. Ich bin schon leicht gefroht und lass mich groß gehen. Ich selektioniere dann das Ton. Ich mache den ein bisschen auf. Voilà, wir werden schon nur ein Panel. Ein J-Panel. Der Panel regroupiert die Elemente. Voilà. Ich will all die Heiten regroupieren. Du sitzt einfach drüber. Du, leider nicht so einfach. Ich muss ran. Ja. Also kannst du die ganzen Dispositionen frisch machen? Ja. Ich tue, du bist besser, du fängst dann direkt beim Panel an. Ja, ich kann das tun, nur holen. Und dann nach rüber. Nicht Control-Paste mehr, wenn ich griff, weil das geht ganz oft schief. Ja, heiter. Da sehen wir, der Paste, der Panel ist auch mit rausgehen. Durch den dann auch immer als Informationen, Vertrag, den hier hinter, den tun wir auf, voilà. Wieder gesehen, das nicht leider so einfach ist. Ach, das gefunden, so nie an der Tür. Voilà. Hallo, du sind da noch pur fort. Ja, die öffnen ja. Da muss man sich sicher gehen. Einfach kopieren und dann noch einfach regeln. Ich meine, nur weil Person, könnt ihr nicht außerhalb vom Panel, ne? Ja. Gib ich eher ein Num. Schon so das Gefühl, ich weiß, was du willst. Aha. Das ist nicht kompliziert. Das soll am Anfang bestimmt verstoppt sein, ja? Ja. Ganz genau. Da sehen wir mal da und dann der Knöpfchen auch. Was denn was ich hab? Ja. Wie gesehen, hier ist mein. Oder ich gesehen drei innen drin. Hier ist mein Frame. Hier sind die drei Elemente. Der Knöpfchen muss ich auch noch machen. An alles, was am Panel drauf steht. Okay, die weiß ja doch, als du weißt noch, was geht zu wem. Ganz genau. Der Panel ist der Container, okay. Der Panel ist dann der Container. Ganz gut. Dann machen wir das so, voilà, da kann ich den halt ein bisschen klein machen. Voilà, und dann kann ich auch die großen haben, die klein machen. Das geschieht oft am Anfang, dass in Sarah nicht so direkt geht wie in der Welt. Voilà, zum Beispiel so. Okay, was noch fehlt, also einfach ein kleines Resultat, wie zu weisen, all die Informationen zu summen. Und dann den Doen momentan idle. Ich kann auch dann direkt rein in einer Font holen oder zum Beispiel das Doen. Der liegt ein bisschen groß. Voilà. Da sehen wir hier noch, dass ihr etwas drin erscheint. Fash, Enter, ups. Dann hier sehen wir, dass mir groß gehen. Du hast genau die Platz, wo ich aber dann gerne ein Espace dran mache, weil das keine Rolle spielt. Da geht er nicht zu sehr zerquetscht. Hm. Voilà. Der Panel mit meinem Pfaff am Hintergrund, da sehen wir das nicht. Hast du dem schon einen umgehen oder braucht ihr keinen um? Das könnte. Variablen um. Ja, könnte noch. Könnte noch. Wir müssen überall noch Variablen setzen. Ich muss halt den Background reset ein bisschen ändern. Mit meinem kleinen Pastell hell. Das sind wir wissen, dass ein Doas. Okay, Variablen. Knöpfchen, mach den bis zum Schluss.
selbst, Variable Name, Button. Ja, aber das ist den heute, das wäre eine neue Person, typischerweise ganz kreativ, new. Hm. Modifier. Das wird dann den Change Button. Das wird dann den Change Button. Change. Oder das, was an der Angabe steht. Wenn es so steht an der Angabe, er muss so heischen. Hm. Das wird auch für. Den heute Panel kann ich ihm auch ernehmen. Nicht jpanel1. An dem Fall ist er dann Values Panel. Das sind die verschiedenen Werte, die ich für irgendwie ändern. Hm. Oder Modified Panel. Das ist schon. Und ja, nur den letzten Text. Das ist der Result Panel. Das ist ganz genau der Result, Result Label. Ja. Label. Den will man ja ändern, hm, wenn etwas geschieht. Andermal. Voilà. Cool. So gesagt, dann häng ich ab. Ich meine, die Application, ich meine, den ist ein bisschen klein. Start so mal ein hier. Ja, speichern. Ja, ja. Geht auch teilweise automatisch. Kompilieren sind die heute zwei. Die heute geht aber im Prinzip durch. Kompiliert, springt den nachher einmal auf. Wie man gesehen hat, ist dann mein Title. Weiter schauen wir mal, ob es dran. Ja, probieren wir mal. Was drin? Einfach mal kaufen. Nouvelle Person. Oh. Das sieht nicht. Hei auch nicht. Modifier. Hm. Weitere Teil. 1,65. Geschieht auch nicht. Hei auch nicht. Ja. Hm. Gros Miracle. Da fehlt etwas. Ja, und zwar das, was der Programmer muss machen. Sein Job. Der Tutor kann nämlich auch die Grafiker machen. Oder? Das ist im Prinzip ein Grafiker sein Job, jo. Ja. Und hier ist dann der Programmer fertig, was den Interface selbst geht. Damit muss ich noch alles programmieren, was der andere ist. Ja, wir wollen noch gar nicht gesagt, was wir wollen tun. Ja. Voilà. Okay. Ich meine, wie das wir die erste Lektion wollten, GUI für dich basteln und dann nur aus dem Code kommen, dann gibt man dann nochmal eine kleine Pause machen und dabei belassen für die dort den ersten Teil von dem ersten Beispiel. Merci für das Nachlauschen und bis zum nächsten Teil.